Jetzt, wo das Hochbeet fertig ist, möchte ich das natürlich auch bepflanzen. Als erstes setze ich Kartoffeln. Es ist genau Anfang Mai, das heißt, die Zeit ist perfekt, jetzt können die in die Erde. Ich setze die Kartoffeln in Reihen, das heißt, ich ziehe in diesem Hochbeet in gleichmäßigen Abständen schöne Furchen, die ruhig so 20 cm tief sein können. Da rein lege ich Laub und Kompost und da rein die Saatkartoffeln, maximal 4 pro Reihe, sonst stehen die zu eng. Bei Sorten, die stark tragen, würde ich eher 3 nehmen. Die Saatkartoffeln kannst du dann nochmal mit ein bisschen Laub und Kompost überdecken. Dann etwas Erde darüber, damit der Kompost nicht direkt keimt. Da sind ja immer alle möglichen Samen drin, die du nicht im Kartoffelbeet haben möchtest. Wenn die Kartoffeln schön zugedeckt sind, brauchst du eigentlich nur noch abzuwarten. Nach 1 oder 2 Wochen siehst du schon, wie die aus der Erde kommen. Und spätestens nach 5 oder 6 Wochen sind die sogar so groß geworden, dass du die häufeln kannst. Jetzt siehst du auch, warum das raffiniert war, dass wir diese Furchen gezogen haben, denn da, wo vorher diese Hügel neben den Kartoffelreihen waren, können wir jetzt die Erde wegziehen und zum Häufeln benutzen. Das Häufeln hat den Vorteil, dass die Kartoffelpflanzen nicht so schnell umknicken, also stabiler stehen, und dass die bis weit den Stiel hinauf noch Kartoffeln ansetzen können. Das heißt, du kannst ruhig mehrmals häufeln. Ab jetzt heißt es wieder nur abwarten. Und gucken, dass die Kartoffeln nicht trocken werden, wenn es zu heiß ist. Natürlich nicht in der prallen Sonne gießen, aber das machst du ja mit den anderen Sachen auch nicht. Die wachsen ganz schön hoch. In dem Hochbeet haben die eine dermaßen ideale Erde, dass sie viel höher werden als die Kartoffeln, die ich auf dem Bodenbeet hatte. Die können auch den Boden schöner durchwurzeln, das heißt, die Ernte kann sich wirklich sehen lassen. Wenn das Laub verwelkt, weißt du, dass es soweit ist, dass du mal ausprobieren kannst, ob die Kartoffeln reif sind. Dazu kannst du eine mal ausbuddeln und ausprobieren, ob die Schale abgeht oder dran bleibt, wenn du so mit dem Daumen drüber reibst. Wo sie dran bleibt, kannst du sagen, okay, die Kartoffeln kannst du ernten. Wenn sie abgeht, sind die noch nicht ganz reif, dann würde ich sie noch ein bisschen in der Erde lassen. Ich mag gerne unterschiedliche Kartoffelsorten, auch seltene Kartoffeln, die du sonst vielleicht gar nicht zu kaufen bekommst. Und deswegen habe ich in meinem Hochbeet 6 verschiedene Sorten angebaut. Die tragen natürlich nicht alle gleich stark, aber ich zeige dir mal hier, was ich aus diesen popeligen 4 Quadratmetern, die ja eigentlich nur an Oberfläche waren, an Kartoffeln rausgeholt habe. Ich finde das super. Insgesamt stehen die Kartoffeln etwa 100 Tage in der Erde. Wenn du dein Hochbeet danach noch einmal bepflanzen möchtest, und das haut normalerweise hin, weil die Kartoffeln ja schon im Sommer rauskommen, dann würde ich an deiner Stelle etwa 6 Wochen vorher anfangen, die Pflanzen, die noch in den Boden sollen, vorzuziehen. Sonst ist das nämlich zu spät. Die meisten Gemüsepflanzen solltest du ja in der 1. oder 2. Juliwoche spätestens ausgesät haben. Sonst gibt das vor dem Herbst gar nichts mehr. Ich habe alle möglichen Sachen eingesät, also Böhnchen, Weißkohl, rote Beete, Spitzkohl, Brokkoli. Und die habe ich in so kleine Töpfchen gesät wie die erste Aussaat von den Tomaten Anfang des Jahres, sodass sie schon mal schön wachsen können, bevor sie in das Beet können. Das heißt, die wachsen parallel zu den Kartoffeln und warten nur darauf, dass die Kartoffeln aus der Erde rauskommen, damit die in die Erde rein können. Wenn die Kartoffeln geerntet sind, gräbst du dein Hochbeet am besten noch einmal ein bisschen um und streust vielleicht etwas Hornspäne oder so drüber. Dann kommt noch etwas Humuskompost drauf. Und dann etwas Gartenerde, die holen wir immer bei unserer Kompostanlage. Die Gemüsepflänzchen, die jetzt schon groß genug sind, kannst du also ruhig in großzügigen Abständen auf dein ehemaliges Kartoffelbeet pflanzen. Denk dran, die werden relativ groß, gerade wenn du zum Beispiel Weißkohl oder Spitzkohl hast. Das heißt, ich würde vielleicht nur 2, bestenfalls 3 Pflanzen pro Reihe setzen und natürlich auch den entsprechenden Abstand zwischen den Reihen. Im Augenblick sind die aber noch ziemlich klein, das heißt, du kannst die Zeit nutzen, bis sie groß sind, und dazwischen zum Beispiel noch etwas Radieschen aussehen. Das habe ich gemacht. Ich habe ganz einfach Saatbänder genommen, die in Furchen gelegt, bisschen angedrückt, Wasser drüber, mit Erde andrücken und nochmal angießen. Und da habe ich dann schon eine richtig schöne Radieschenernte eingefahren, bevor überhaupt das Gemüse groß wurde. Streng genommen sind das also 3. Du hättest sogar 4 Ernten aus dem Hochbeet nehmen können, aber meins war erst Anfang Mai fertig. Das Gemüse kann zum Teil bis in den späten Herbst stehen. Das heißt, du hast, wenn du Glück hast, noch Mitte oder Ende November ganz frischen Kohl, ganz frischen Brokkoli, frische rote Beete. Die Böhnchen, die letzten, die werden auch im Oktober reif. Das heißt, dein Hochbeet hat dich das ganze Jahr prima mit frischen Sachen versorgt.
Ich finde es super. Zum Schluss möchte ich dir noch zeigen, was ich mit den Randsteinen gemacht habe. Die waren ja genauso befüllt worden wie das restliche Hochbeet. Das heißt, du kannst die eigentlich ja auch genauso bepflanzen. Für Kartoffeln ist das natürlich nicht so gut geeignet, weil die nicht genug Platz haben in diesen Steinen. Aber du kannst Erdbeeren reinsetzen, Kräuter. Ich tue sogar Stangenbohnen dort rein. Und natürlich viele Blumen. Du möchtest ja zum Beispiel auch Bienen anlocken und du möchtest auch, dass es schön aussieht. Probier es einfach mal aus. Viel Spaß damit!